Ring, 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 Runde frei zu Runde 2, meine Damen und Herren. Das zweite Viertelfinale steht an. Michael Bister gegen Florian Kamold sind die Begegnungen. Wer ist der Favorit, Maxi? Micha. Micha Bister, er hat den... Oh, das sind ja beides E-Sportler. Jetzt wollte ich eigentlich wieder E-Sports-Bezug herstellen, aber das sind ja beide... Ja, beide sind gut. Beide sind unfassbar krass. Beide haben den E-Sportler Charme, Blut, Geist im Körper und verkörpern das 1:1. Und ich denke, dass beide bis zum letzten Atemzug kämpfen werden. Wow, das sind also Ankündigungen, die für einen krassen Fight sprechen. Wollen wir mal reinschauen in den Ring? Vielleicht mal die beiden Kämpfer kennenlernen, denn ihr habt es ja eingangs schon gehört. Wir haben selber welche gebaut. David gegen Goliath. Ja, wer ist links, wer ist rechts? Sieht man noch. Ich bin rechts. Sieht man noch. Links, ist, der Name drunter. Links ist Flo, rechts ist der Bister. Ja, man erkennt es an den Namen. Flo übrigens. Außerdem sieht meiner aus wie ich. Zwei Kraftpakete. Besonders der Bister irgendwie sieht aus wie Hulk. Ja. Mädchen. Aber der linke ist auch massiv groß, finde ich. Ja. Obwohl der Flo echt gar nicht so groß ist. Das ist Boxen. Ja, der kann nicht blocken, meine ich. Oh, das ist eine süße Schlägerei, ne? Ja, ich sehe schon. Es geht hier aber schon massiv eher in Richtung von Flo. Ja, man kann es ja immer an den Balken so ein bisschen nachgepflegt, wer vorne mit. Gerade weg, ey. Der war hart, ne? Das war ein harter. Ah, das war schon die erste Runde. Geht schnell, ne? Nur eine Minute. Ja, die Runde ging an Bulldog. Ja, das sieht mir doch echt ähnlich, oder? Das ist ja für viele Leute auch die Möglichkeit, sich mal so zu sehen, wie sie sich gerne auch in Wirklichkeit mal sehen. Ja. Mit Muskeln, mit Tätowierungen. Genau, genau. Ja. Schönes Spiel zum Träumen. Ja. Ja, also das hier ist übrigens das manuelle Heilen. Ja, das dauert immer so 30 Sekunden. Deswegen hatten wir gesagt, wir machen es automatisch. Aber vielleicht kann man es ja mal zeigen bei der Gelegenheit. Wir wollten euch nichts vorenthalten. Ja. Lalala. Schön im Auge ein bisschen rumpopeln. Ja. Geiles Oberlippenbärchen. So, jetzt geht's aber schon weiter. Jetzt geht's aber weiter. He's throwing more, landing more and just playing out Umarmung erstmal, komm. Auch wenn wir hier kämpfen und unsere Münder blutig sind, wir lieben uns trotzdem. Ja, genau. Guck mal, der bist doch so klein, dass der Kopfstoß von dem Flo eben gar nicht ankam. Ja. Oh, jetzt aber hier. Wo kommt der Move? Pam! Man muss aber jetzt aufpassen, denn wenn man zu sehr in die Deckung haut, dann ist man für einen... Oh, das ist ein Bam! Jetzt der K.O.-Modus! Jetzt muss er die Hand hochreißen. Achso! Ich dachte, er vergisst das Schlagen. Meine Güte! Was ist denn das, meine Damen und Herren? Unfassbar! Ja. Das möchte ich ja kaum glauben. Ja, was ich eben sagen wollte, wenn man zu sehr in die Deckung haut, dann erstarkt man für ein paar Bruchteile eine Sekunde und dann hat der Gegner natürlich die Chance, ins ungedeckte Gesicht zu schlagen. Ja. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen mit den wüsten Prügeln. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mit Phil hatte ich ja einen relativ leichten Gegner. Ja. Aber gegen einen von den beiden würde ich mir da schon mehr Sorgen machen. Was ist hier los? Dann bin ich auf einmal so ein Schwächling. Ja, die prügeln da richtig aufeinander ein. Ach, hast du im Ohr? Hier in den alten Rockenfilm, weißt du? Ja. Die auch immer ohne Deckung aufeinander eingeschlagen haben. Ja, das sind halt einfach harte alte Sitten. Ja. Das stimmt, so war es früher. Kenne ich ja nicht mehr. Aber es ist jetzt gar nicht so leicht zu sagen. Ich finde es nicht ganz so eindeutig wie bei euch vorhin jetzt. Wer nach Punkten vorne liegt, aber ich würde sagen... Ja, ich wollte auch gerade sagen, es ist ausgeglichener. Ja, aber ich glaube doch, der Flo liegt... Oh! Hier, man sieht doch, der Bister sieht wirklich arg komponiert aus. Come on, kid. You know you're better than this. The third round is underway. I know you're better than this. Hier noch ein paar Aufmunterungsparolen des Trainers ins Ohr gelüstet. With a crushing shot to his opponent's head. Two-punch combination lands flush. Nice execution. Ja, jetzt sehen wir die erste schönen Schlagabtausche hier. Ja, und Bulldog, alias Ryan Kamold, muss man sagen, ist auch der aktivere, setzt mehr Schläge. Bam! Ja. Wir haben noch nicht einen Niederschlag heute gesehen, aber bald könnte es schlecht soweit sein.
Man muss leider vielleicht auch relativierend dazu sagen, Alter, dass der Flo bei der Erstellung seines Charakters ein bisschen geschummelt hat. Der hat also sich bessere Werte gegeben. K.O.-Modus ein weiteres Mal. Lass uns diese Charaktererstellungsgeschichte nach dem K.O.-Modus nochmal klären. Denn vielleicht wird es jetzt der erste Niederschlag. Ich synchronisiere ein bisschen mit. Ja, also wegen dieser Charakterstellung war es ja so, die Kämpfer haben verschiedene Statistiken, verschiedene Werte, wo wir einen auf 90%, einen auf 80% und den Rest auf 70%, glaube ich, stellen konnten. Genau. Das war ausgemacht. Ja, man sollte sich also aussuchen, welchen Wert kann man, stellt man auf 90 80 auf und also, einstecken kann, falls Sie das hören. Ja, der Flo sagte vorhin, vielleicht war es auch nur geflunkert, dass er also überall 99 hat. Was sagt er da? Jetzt? Ja? Gar nicht. Ich habe 90 auf Power und 80 auf Chin, also dass ich austeile, aber auch einstecke. Also der hat gar nicht gemogelt. Von der Seite, er wieso 90? Das dürfen nur 80 und 70, der Rest muss 60. Nein. Ja, der wollte psychologische Kriegsführung nicht. Ja, der wollte uns als potenzielle Gegner im weiteren Verlauf des Kampfes schon einfach Angst machen ein bisschen. Naja. Jedenfalls liegt er gut im Rennen. Und wenn jetzt in dieser letzten Runde nichts mehr Außergewöhnliches passiert, dann ist das wohl dein Halbfinalgegner, was? Können wir mal schauen. Nochmal eine Statuswerte. Ich habe Power auf 90 und Stamina auf 80. Auch nicht schlecht. Der Bista tanzt jetzt aber rum. Der schlägt Bistas. Komm. Das könnte noch ein K.O. geben jetzt. Ja, die Black Mamba ist auf jeden Fall in Schwierigkeiten. Man merkt aber auch schon an den Leisten, die hüpfen jetzt wesentlich mehr hin und her, die Energieanzeigen. Und man merkt einfach, wir sind jetzt hier in der vierten Runde. Jetzt geht es drauf an. Es sind noch 20 Sekunden. Jetzt geht er down. Wenn er ihn jetzt noch trifft, die Uhr rettet einen ja in der Regel nicht vom K.O. Noch 10 Sekunden. Er trifft ihn einfach nicht mehr. Oh Gott. 10 Sekunden. Oh Gott. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vorbei. Er geht also doch über die Punkte. Boah. Er konnte sich vor einem K.O. nochmal retten, aber ich denke, auch dieser Fluchtversuch, dieser vermeintliche in den letzten 10 Sekunden, wird sich auf die Punktewertung negativ auswirken, denke ich mal. Denke ich auch. Da also gibt es wahrscheinlich jetzt keine zweite. Komm, Hand hoch! Mach doch erstmal ab hier! Florian Kamals erhüpft durch den Ring, trotz seiner 4,20 Meter, die er gebaut hat. Klarer Punktsieg für Florian Kamals und damit dein Gegner im Halbfinale verspricht eine spannende Partie zu werden. Wird eine spannende Partie. Ja, wir haben die Möglichkeit, gleich mal hineinzuhören in das Seelenleben des Verlierers, des Versagers. Dem Mann, der seine Familie, seine wenigen Freunde und seine Haustiere enttäuscht hat, aufs Bitterste. Michael Bister. Ja, ich glaube, es lag einfach daran, dass ich meine ganzen Stärken halt auf Geschwindigkeit gesetzt habe. Ich habe bei der Charaktererstellung wirklich alles hochgepusht, was Geschwindigkeit angeht. Mhm. Und ich dachte, ich könnte dadurch irgendwie schnell was machen. Ja. Was in der ersten Runde auch gut funktioniert hat. Da habe ich ihn auch ein paar Mal getroffen. Aber so ab der dritten Runde, dann ging es irgendwann mit der Power zurück. Dann ich glaube, ich weiß, warum du dich auf Geschwindigkeit festgelegt hast. Denn du hast in letzter Zeit die Erfahrung gesammelt in einem Tempo. Das können die meisten Menschen wahrscheinlich nicht von sich behaupten. Nicht mal aussprechen können die das. Ja.